Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, es ist jetzt Abend um 20 nach 10. Ich hoffe, heute ist was los und ich kann mit euch etwas machen. Die Quest, ja, die machen wir noch kurz, wenn sie noch hier oben ist. Jo, heute eben, bis jetzt vor 20 Minuten habe ich trainiert und alles Mögliche. Und jetzt möchte ich schon etwas erleben können in Regnum. Ich hoffe, es geht. Und dann müssen wir halt wieder leveln und dann wieder zeigen, wieder leveln. Ich weiß es nicht. Vor allem zieht sich halt momentan alles ein bisschen. Und wahrscheinlich dann noch mehr und dann noch mehr und dann noch mehr. Bisschen schade, aber so ist Regnum leider. Und ja. Aber ich denke, die Fortschlachten werden irgendwie mehr Spaß machen, wenn man dann auch besser ist. Und man kann ja dann auch ja, die Forts einfach angreifen. So, wir haben den Drachen, der ist nur 35, okay. Ich möchte noch kurz verkaufen, sonst haben wir nämlich zu viel Items, also zu schwere Items. So. Okay. Weiß einer, ob es so Kurztasten gibt, damit man die Sachen nicht sofort verkaufen kann oder rüberschieben kann, weil das nervt immer mit diesem rüberschieben und dann noch eingeben, dass ich alle will, und sollte eigentlich eines geben. Ich weiß leider nicht wie. Es gibt keine Umschalt, also Umschalt wirkt in diesem Game leider zu nichts. Und ja, also wir gehen jetzt eigentlich direkt dorthin zum weiß nicht welches Wort, Herbwort. Naja. Ja, zum Herbfort, weil es rot ist, aber ja, verteidigen ist ja eigentlich nicht so spannend. Mal schauen, was los ist. So. Ja, Sütten zählen ab. Unter 30 geht es abends nichts vom Wind weg. Also wenn sie weniger als 30 sind, dann gehen sie nicht vom Wind weg. Faules Pock. Wir könnten mal selber zum Bind schauen, zum Eggenbind. Mal schauen, wie viel dort sind. Ich hoffe nicht allzu viel. Klar, weil wir Klasse haben und die Masse. Aha, es ist bei uns so. Ja. Ja, arrogante Menschen in diesem Game. So die ganze Zeit am Bind herumgammeln, hat schon etwas mit Game zu tun, aber ja, nicht etwas, was wahrscheinlich denen sehr viel Spaß machen wird. Ja, vielleicht sind sie einfach nur mega faul oder geben halt mehrere Games im Hintergrund noch, weil einfach nichts passiert in Regnum. Es ist so schade, das Regnum hätte so extrem viel Potenzial, es wäre so ein richtig fett geiles Game. Aber wenn man die wenn die Spieler sich selber ins eigene Fleisch schneidet und alles Mögliche einfach Depri macht, es einfach negativ anzieht, dann hat es ja keinen Sinn. Ich bin gerne ein Kritiker, aber ja, ich finde sie auch nicht toll, als müsste ich die ganze Zeit fluchen wegen Regnung. Ich würde auch gerne nicht fluchen müssen. Aber ich bin ja halt auch persönlich eher so einer, der etwas Gutes will, viel will, oder? Und Regnum bietet halt sehr, sehr wenig, und ja, deshalb habe ich da manchmal ein paar Problemchen. Und wie seht ihr das so? Hab
Habt ihr euch an die Schlichtheit von Regnum gewöhnt, oder? Ja, schaut mal. Was machen die da? Kaffeekränzchen, oder was? Schlimm so. Faules Pack. Okay, ich keine Gegenantwort, das hat nichts zu bedeuten. Wahrscheinlich regen die meisten sich jetzt auf. Wollen mich am besten verfluchen. Oh, schlimm. Ja, nein. Ja, und einer frisst Pizza, genau. Ja, was sollen die jetzt machen? Ich dachte, wir können jetzt irgendwas machen, aber wenn niemand will. Sorry, ich kann Video nicht drehen von Fortschlachten, wenn niemand kommt. Das ist das Problem. Vielleicht sollte ich mal Herb einfach verteidigen. Sehr. Ah. Oh je. Fängt das an. Nur drei Leute an. Schau mal, PP. Mal schauen, ob die das wissen. Es ist in jedem Game so, dass PP Party Please heißt. Aber nein. Wahrscheinlich in Regnum nicht. Dort heißt es Party Bitte. PB. Oder was? Nein, man hört eigentlich nichts von Abkürzungen und so. Das wissen die meisten Regnum-Spieler wahrscheinlich gar nicht, was eine Abkürzung ist. Geschweige denn eben auf Englisch. Ja, dann geh doch weg. Oh, Häuser rum. Hey, ich habe den ganzen Tag trainiert. Ich bin kaputt. Ich habe Schmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Alles Mögliche. Aber ich bin fit genug, um irgendwie Fortschlachten zu machen. Vor allem aufzunehmen und zu reden, alles mögliche, und die kommen herum, fressen Pizza und schreiben irgendwie Scheiße. Was, Ackers? Nee. Ah, okay, schon besser, weil wegen Eisen töten, aber die werden ja nicht getötet. Hm. Was, toller Stalk. Ich will aber mitkommen. Ui, Süden. Schlimm. Süden war immer das dominierende Volk und jetzt ist nichts mehr los in Süden. Im Reich Süden. Ich will mal gern wissen von einem, der Süden ist, wie so los, was los ist mit denen. Haben alle zu Igen gewechselt wegen dem Bonus von Erfahrungspunkten. Und Gold und so. Oder haben viele Söten einfach aufgehört und Igen haben dafür ein paar mehr bekommen. Keine Ahnung. Ist ein bisschen schade, also ich hätte gerne ein ja, dass alle drei Reiche ungefähr gleich stark sind und auch dominieren. Also, soll ich sagen, jetzt mal zum Beispiel am Abend dominieren die Igen und am Morgen die Eisen. Wie eigentlich damals, als ich Season 3, okay, Eferias Kessel. Als sie, als ich Sirte war, haben die alles nimmer uns am Morgen belagert. Die hatten nimmer unsere Edelsteine am Morgen geklärt. Wieso heute nicht mehr? Bisschen schade. Ah, hier könnte man auch leveln. Muss ich dann am Morgen machen. Mache ich wieder einen Part dann morgens. Mit euch wohin gehen ist grausam heute Abend. Ich
Ich denke es auch. Aber eben die, die möchten, nehmt ihr ja nie in die Party, also bitte. Nehmt ihr ja nie in die Party. Restklasse. Schöner Name. So, da ist einer. Eiswölfe, die kenne ich auch von irgendwo. Ich glaube, da war ich da nicht in Season 2 drin. Puh. War schon. Also, wenn niemand da ist, wo seid ihr dann? Gott, oh Gott. Wir ehren nur hier herum und haben Probleme. Und die anderen, denen ist es egal. So schade. Ich hätte euch mit euch richtig gerne etwas. Also ich hätte einfach gerne etwas gezeigt für euch. Aber wow, Ohrklage. Anführend in Rot. Das ist der gleiche wahrscheinlich, den wir auch haben, oder? Hm. LOL. LOL, der Level deiner. Soll ich den angreifen? Der ist nur. Doch, der ist stärker. Das ist ein, ja, er greift ja unmöglich Gegner an, also muss der irgendwie Level 55 bis 60 sein. Ah. Aber Jäger könnte ich schon töten. Also ich habe ja da einst auch einen getötet, der sehr schwer war. Weil die Spiele sind irgendwie nur noch sehr schwer, wenn sie Level 60 sind. Aber die Monster sind sehr unmöglich, wenn sie Level 60 sind. Süßbrück. Nun gut. Ich weiß jetzt nicht, wohin. Ich könnte nochmals nach einer Gilde fragen. Suche Gilde Level. Ja, suche Clan Level 64, Baba. Ja, 46, meine ich. Zahlen tausche. So. Ja, Elite-Zyklopen. Das ist auch nicht das, was ich eigentlich will. Hm. Aber nach Herb gehe ich jetzt nicht wieder. Herb, die ganze Zeit immer nur Herb. Wieso wollen die immer nur Herb annehmen? Nehmt doch mal etwas weiter weg, Gemhain, oder? Hat Ephrias Kessel. Hab doch nicht einfach so Fangling wie das. Hm. Ja, komm, ein bisschen schneller ab. So. Hm. Warten wir ein bisschen. Ja, vielleicht sollte ich schneiden. Weil jetzt gerade wirklich gar nichts los ist. Oh, muss einer angreifen. So, ich hau ab. Schlimm. Oh. Er greift mich trotzdem an. Wenn er sieht, dass ich sowieso immer abhaue, dann muss er mir doch nicht mit nachjagen. Ah, die Jäger wieder. Immer nur Leveler killen. So. Leveler Killer also bei Samal.
Jäger 55. Ja, Jäger. Ich sage jetzt einfach mal 55. Weil ich glaube kaum, dass der Level 60 ist. Sonst würde er nicht dort leveln. Oder wahrscheinlich sogar weniger. So. Tag, Leute. Hör aus, der Drager. So. Ausruhen. Richtung, Brück. Ackbrück. Ackbrück. So. Zum guten Glück sind die nicht da. Man kann einfach abhauen. Man kann einfach den Jägern abhauen. Das ist einfach positiv. Sie killen immer Leveler. Aber die sind wahrscheinlich dumm zum Abzuhauen oder zu arrogant und sterben halt dann gegen die Jäger, die 20 Level höher sind. Und das habe ich am Anfang auch probiert. Das probiert wahrscheinlich jeder, so einen Jäger anzugreifen, weil er ihn angreift, oder? So, greifen wir halt Puma an. Hallo, Pumas. So, schon uralt. Oh, heute ist der dritte. Nein, ich heute gegessen was, glaube ich. Vor allem ist der älteste Mensch der Welt gestorben. Und jetzt gibt es nur noch drei, die im 19. Jahrhundert geboren sind. So schade, haben wir gar fast keine 90er mehr auf der Welt. Oh. Also 19er, meine ich. 1900. Ja, ja. Ach, hier kann man auch nicht gut leveln. So. Ja, das ist echt blöd zum Attackieren. Ja, genau, werf mich um noch. Hallo, jetzt kann ich den. Ich mag die nicht. Gehen wir weg. So, Orange. Das sind nur gelbe. Pumas. Ja, hier könnte man die Käfer wieder angreifen, aber es sind so wenig. Das bringt's nicht. Naja, wobei. Vielleicht mal später. Ja, also. Nein, endlich geht's mal los. Wir haben noch 11 Minuten für diese Aufnahme. Ich werde wahrscheinlich eine zweite nachher noch machen. Mir geht es eigentlich genug gut, um jetzt eine zweite Aufnahme zu starten, weil ich ja eben trainiert habe vorher. Hopp, 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 hopp. So, kommt mal, Leute, alle Richtung Ackers.
dann töten wir alle dort, metzeln sie nieder. Könnten gleich mal zum Bind gehen und die niedermetzeln. Und alles Mögliche. Na, was seid ihr jetzt? Ah, da sind zwei. Fanny Shatsuya. Toho von Dreyus. Karwechsel. Was? Barbar, ja. Wieso nimmst du einen anderen als Barbar? Der Nick ist auch wieder hier. Nick, voll der Suchti. Der hat schon so extrem viele Reichspunkte, Wasserhornpunkte, dass er irgendwie auf Rang 10 ist mit Level 55 oder wie viel er ist. Das können wir gleich mal schauen, ob der jetzt schon Level 60 ist, aber er war damals noch irgendwie so. Wo ist er jetzt hin? Inzwischen wahrscheinlich. Okay, ich sehe fast nichts. Na, dann ist er wahrscheinlich schon weiter. Yay, jetzt gibt's mal wieder eine Schlacht. Ah, ich liebe es. Kann ich gleich mal hier auf Pause drücken, dann geht der Wecker nicht wieder los. Und dein Ding ist auch hier. Ein Werwolf. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man den wird, aber den kann man irgendwie werden. Durch ein Event-Item oder so. Oder indem man einen GM besiegt, der Werwolf ist, und dann irgendwie verflucht wird. Ah, da ist der nächste. Seht ihr schwer, sonst wäre er sehr schwer. Also, ah, da ist einer unmöglich. Oder ist das der Ding gewesen? Sind das alle nicht so hohe? Die sind alle ungefähr Level 50 bis 55. Oder 55 bis 60. Vor allem, sind die alle schwer? Ich weiß nicht, wie es bei den Spielen Dings. Aber auch bei den Monstern ist es jetzt wenig, also dass man mehr auf Gelb hat oder auf Orange. Dass man nicht so schnell ja leider niedriger hat, die Gegner. Ja, ja. Ja, was macht die jetzt? Den Wächter noch angreifen, der nicht sterben würde? Kommen welche? Ja, ja, ich werde ein paar besiegen. Hilft mir. Ja, schon weg. Oh. Tibor. Der Tibor. Oh ja, den will ich angreifen. Also Ritter. Ach komm. Den überlebst du, oder? Ja, natürlich, ihr müsst dann. Elite Baba, bester Name. Der hat den besten Namen. Ja, nicht angeben. Bisschen. Was geraucht? Bisschen. Man merkt's. Ja toll, greif doch die nicht so stark an. Ich will auch ein bisschen EP. Ah. Und diese verpackten Hyänen. Oh, Menno. Ich sehe es ein paar Monate, haben alle solche Hyänen, dann kämpfen eigentlich nur noch die Hyänen oder was?
Obwohl sie nicht angreifen können, einfach nur dabei haben. So. Jetzt haben wir gar keine Belohnung bekommen. Danke, die ist jetzt so nett. Ich muss doch Eisen töten. Als ob ich keinen Eisen töten können, also mithelfen können. So eine Frechheit. Und Belohnung gibt es auch nicht. Nö. Also ihr seht, richtig asozial, die Community. Und natürlich nicht irgendwie, dass sie den Kleinen ein bisschen helfen und lieber keinen Schaden machen. Weil es geht eigentlich in diesem Spiel nur um Königreichspunkte die ganze Zeit. Und ja, dadurch sind die Schwachen halt im extremen Nachteil. 331, ja, ist noch recht wenig. Aber das kommt alles, Leute, das kommt alles. Und wenn ich dann mal stark bin, dann wird auch ich natürlich viel mehr machen können. Ich muss dann Boots haben, die extrem schnell sind, dass ich immer der Erste bin, der angreift und halt danach viel einstecken, aber nicht so wichtig. Und die Eisen sind mutig, die sind wirklich mutig. Aber die fallen wie die Fliegen. Der kann gar nichts machen. So ein bisschen die Rüstung, die Verfassung verringert. So, wir haben den ersten besiegt. Yes! Jetzt lockt er sich dann aus. Zwei Königreichspunkte, also der ist recht schwach. Komm, Gavin, ein bisschen ans Bind. Ein Y! Wir haben ein Y gefunden. Und danach kommt noch das Z. Yay! Das ist wahrscheinlich eines der einzigen MMORPGs, wo man einen Namen als einen Buchstabe nehmen kann. Aber ein Name aus mehr als drei kleinen Wörtern kann man auch nicht nehmen. Man kann zum Beispiel auch keine Großbuchstaben in der Mitte machen. Geschweige denn Satzzeichen, aber mit einem Trick kann man, glaube ich, die nehmen. Ja, was wollen die jetzt? Greift doch an! Greift nur die an. Wo sind die Schützen eigentlich? So richtig peinlich irgendwie. Er macht nicht nur Damage. Oh, sehr schade. Der Brindisi ist ja noch stärker. Der Brindisi mit 6 Schaden kommt das ja. Also ich hau ab. Ist mir scheißegal. Nein, das ist mir wirklich zu peinlich. Oh, Mann, ich bin wieder am Meckern. Gott, Gott. Aber ist ja wahr. Was hätte man im Mittelalter gemacht? Im Mittelalter hat man auch R4R gemacht. Leider hieß es dann noch nicht R4R, aber da hat man auch Reich, zum Beispiel die Franzosen immer gegen die Engländer gekämpft oder die Spanier oder die Deutschen gegen die Ungarn und so weiter. Aber die haben intelligent gekämpft. Die haben nicht so Brain AFK gekämpft wie hier. Das ist ein großer Unterschied. Alle rote Frisuren. Man sieht leider nicht unter den Hut, sonst ist da einer mit schwarzen Haaren, aber drei, vier, da vorne war ja noch einer. Ja, seid mal AFK, genau. Einfach mal AFK sein. So. Sind zu viel, gell? Ja, sind viel zu viel. Okay, die kommen nicht. Tausendachthundert Schaden, cool. Da, gesessen.
Wow, da kommen ja auch die Schützen. Oder die Jäger. Ja, Schütze, ja. Sieht man das? An den Klamotten. Ja, Baban. Ich gehe lieber ein bisschen weg. So. Ja, jetzt sterbe ich wahrscheinlich dann bald. Ach komm, hey. Stun, stun, stun. Stun, stun, stun. Stun für den Rest des Partes noch. Stun, stun, stun. Stun, 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 stun. Wo leben wir? Ja, am Altar. Stun, 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 stun. Also ich heiße euch herzlich. Boah, Gott, oh Gott. Schlimm, hey. Nicht nochmal. Syrten Richtung Shana. So. Also. Der Goblin. Goblin. Stun, stun, stun. Stun, ich höre jetzt auf. Dankeschön fürs Schauen. War halt nicht so erfolgreich, aber eben. Brain AFK kann man immer sein. Ich weiß nicht, viele Leute haben das halt als Luxusproblem. Aber ich hoffe, es wird dann ein bisschen besser. Ich levele jetzt auch wieder ein bisschen mehr. Und eben. Dann mache ich morgen den nächsten Part. Nehme ich auf. Wieder halt leveln und dann vielleicht wieder fortschlachten, je nachdem. Bisschen abwechseln. Aber ich muss Level 60 werden und Items finden und alles mögliche. Da muss man so viel machen. Aber Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Wirklich toll von euch, auch für die Likes. Und ja, eben. Dann tschüss, gute Nacht.